Guten Morgen, der Uwe aus Thailand. Heute nehme ich euch mit. Ich habe was Neues entdeckt. Und zwar da hinten gibt es was ganz Interessantes zum Anschauen. Wir gehen mal hin. Und zwar hier bei der Kokosnuss. Was kommt denn da unten raus? Da, dieses Teil hier. Das gibt eine Kokosnuss. Meine erste, die ist aber schon älter hier, die ist jetzt 7 Jahre und kriegt jetzt ihre erste Frucht. Und da ist nur eine drin. Zwei. Zwei hat er. Eigentlich sind immer drei, ne? Ja. Eigentlich sind immer drei, jetzt er kriegt aber jetzt zweimal raus. Schön. Jetzt ist schon wieder Papaya gepflanzt. Da kommen die Litschis. Da kommen die Litschis. Ah, hier, ne? Alles so rum. Ja, jetzt kann man das sehen, ne? Wächst. Leute holen die Wahl. Guck mal, Am Montag. ist so schön. Wein. Diese hier. Aber die sind so stachelig. Ich mag die gar nicht. Ja, das kann man alles essen. In Suppe. Die Mund heraus, die Pakwan kommen auch. Haben die auch schon Blüten jetzt? Noch nicht. Noch keine, ne? Die Lam Jai, aber die haben noch keine Blüten dran. Warum nicht? Sind die so spät dran? Nein, dieses neue Jahr müssen auf der Lunde kommen auch. Aber Jackfruit kommt schon. Guck mal. Genug dran. Ah ja, hier ist noch eine faulige. Da ein paar gute dran. Da oben auch noch. Ja, Jackfruit kriegen wir dieses Jahr. Einige. Aber die werde ich alle selber essen. Was gibt es zum Verkaufen? 1 Kilo 5 Baht. Wie viel? 1 Kilo 5 Baht. 1 Kilo 5 Baht. Ja. Selber essen. Kann ich kann das. Oder wir machen wieder Marmelade und Eis. So eine Art Apfel, ne? Ja, hier, ja, ja, so. Verlangen. Keine Chemie. Natürlich nicht. Diese Jackfruit haben wir am selben Tag eingepflanzt. Diese hier. Und dann diese anderen zwei auch noch. Am selben Tag vom selben Händler. Aber wie unterschiedlich das ist vom Wachstum her, wenn die Standortbedingungen doch unterschiedlich sind. Boden natürlich auch. Der trägt sogar schon nach 2 Jahren. Wo sind sie? Da, der trägt schon. Aber viel zu klein. Ne? Ob der natürlich die ganzen Früchte tragen kann, das ist eigentlich viel zu viel. Diese auch hier. Wie viel der hat. Guck mal. Selbe Alter, ne? Genau gleich. Was macht ihr denn da schon wieder? Häckseln! Schön! Das sind die Makamwan. Kann man auch essen. Aber die mag ich nicht so gerne. Die sind mir so. Mag die Dinger nicht so gerne. Man muss ja auch nicht alles mögen. Wie viel gibt es dafür? 1 Kilo 80 Baht.
1,80 Kilo Baht. Aber immer geht daran denken, die Dinger wiegen ja auch nichts. Ne? Brauchen ein bisschen was. Menschenskinder. Habt ihr den gleich wieder platt? Das machen wir gern. Bisschen kaputt machen. Naja, brauchst du keinen Häcksler mehr kaufen. Was wir jetzt noch viel essen, sind hier Maracuja. Haben wir dieses Jahr doch noch ganz schön viel jetzt bekommen. Ja. Ah ja, sowieso wachsen jetzt ja, ne? Jetzt ist Zeit für ein Papaya. Und wir haben auch noch Brombeeren. Schwarze. Guck mal. Sind jetzt ein halbes Jahr alt. Ja, es reicht noch nicht, um Marmelade zu machen, ne? Aber man soll es nicht glauben, die wachsen auch hier. Schön. Schwarze Brombeeren. Na ja gut, für Marmelade reicht es noch nicht, aber mal was naschen. Ein bisschen was naschen hier, guck mal, da alles schöne. Oh, schöne Brombeeren. Und Salat hat es auch noch gepflanzt. Porn meint, der Uwe ist zu dick. Hat zu dicke Ranzen. Jetzt gibt es nur noch Salat. Bist du hinten am Lachen oder was? Und hier wieder gemacht. Guck mal, fängst du schon an, hier die Sugar Apple Bäume schneiden. Fängt sie jetzt an. Wenn sie auf dem Boden, dann wird noch aufgesammelt, verfeuert. Und die Reihe. Na ja gut, ist noch, willst du wohl noch ein paar Tage beisitzen hier. Alle schneiden hier. Müssen zurückgeschnitten werden. Hast du eine bestimmte Schnitttechnik oder ist das nur Hobby? Ja, Hobby, aber es sollte doch eine bestimmte Schnitttechnik haben. Wie ist das hier? Ich will probieren noch einmal. Aber ja, wenn nächstes Jahr dann. Ich finde gut, dann kann das wie alle Leute machen. Also ich habe ihr eigentlich vorgeschlagen, weil sie kennt da einen, so einen Profi-Baumschneider. Der kommt dann hier 300 Watt und der macht das dann richtig schön schneiden. Ich habe nicht so viel. Aber Porn sagt, nee, zu viel Geld, ich bin geizig, ich mache das lieber selber. Ob das jetzt Sinn und Verstand hat, weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Aber wir werden es sehen. Im April kommen die, ne? Ja. Juli oder Juni. Ah, genau, das war ja falsch, genau. Richtig. Im Juni, Juli kommen die. Nicht essen. Hallo. Willst du helfen? Willst du der Mama helfen hier beim Bäume schneiden oder was? Ha? Das ist mein Liebling von den Mango Mahaschnock heißt die. Die hat so gelb-rote Früchte. Ganz lecker, ne? Hat letztes Jahr auch schon getragen. War wirklich ganz lecker, die Mahaschnock. Diese ganze Reihe da hinten, das ist alles die alte Sorte Mango. Hat die auch einen Namen? Ja, Mahaschnock. Name doch mal Tongulai. Was ist der Name?
it's what a Tongdam. Jetzt weiß Bescheid. Ja. Dann, aber auch lecker. Das sind aber diese normalen, jetzt gelben dann, ne? Hm. Ja, sie macht nur Apfelbäume schneiden, ja. Hobby. Schön. Langweilig. Hier wird's nie langweilig. Sogar die Hunde helfen mit hier. Hey, das war also jetzt der Rundgang über die Farm nochmal, wie die Früchte wachsen. Speziell meine erste Kokosnuss. Bin ganz stolz drauf. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe aus Thailand. Und tschüss.